Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Ich spiele heute wieder GTA 5 Custom Maps. Heute mal wieder allein am Start, wie eigentlich immer in letzter Zeit. Mit einer Stuntmap. Gucken wir mal, was das so gibt hier am Sonntag für euch, Freunde. Ich habe hier zwei Maps eingepackt. Eine für heute, eine für morgen. Ich nehme das hier gerade direkt nach dem GTA-Livestream auf, Freunde. Wir haben 5 vor 1 am Sonntagmorgen. Also die Folge könnte fast nicht frischer sein. Außer ich hätte sie halt ja, nach dem Aufstehen aufgenommen. Aber da nehme ich erstmal andere Sachen auf. Von daher geht das da nicht. Gucken wir mal, was die Map so bringt. Auf jeden Fall eine Länge von 7,93 Kilometern angeblich. Und auch ein paar Jumps und so. Ich bin gespannt. Hier ist der erste Mini-Jump, aber das war ja Pille-Palle. Alle Pralle und so. Jetzt habe ich wieder so ein Lied im Kopf. Kennt ihr das noch? Pille, Palle, alle Pralle. Irgendwie so ging das. Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, ich glaube, die Map habe ich im Stream schon mal gefahren oder so. Kann das sein? Ich meine, die bin ich im Stream mal gefahren. Da bin ich nämlich genau gegen dieselbe Kante gefahren. Uiuiuiui. Dabei hat Hiro heute noch gefragt, warum ich das nicht mache, dass ich einfach den Stream aufnehme und dann da quasi die Maps veröffentliche. Aber ich finde, dass man da exklusiven Content bieten sollte. Meiner Meinung nach, weil zum Beispiel Maurice guckt ja immer Videos und Stream. Der wird ja dann was doppelt sehen. Und das wäre halt ja für Maurice nicht gut und dementsprechend würde eins von beiden nicht mehr gucken. Wahrscheinlich. Aber kurz oder lang. So meine Vermutung. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich vermute es halt. So. Die 7 Kilometer kriegen wir relativ schnell rum, scheinbar. Schade eigentlich, aber eine ganz nette Map soweit. Aber halt nichts Schweres verbaut oder so, ne? Also. Alles easy peasy Hausmanns Kost. Da ist nicht mal irgendwie ja was Trickyes verbaut, sage ich mal. Hier habe ich beim letzten, beim Stream habe ich hier hart verkackt. Jetzt verkacke ich auch, aber nicht ganz so hart, aber immer noch ein bisschen. Das weiß ich noch, das war letzte Woche. So. Immer gespannt. Ihr könnt gerne heute Abend ab 20 Uhr Twitch einschalten. Ich werde die E3 livestreamen, Freunde. Also die Pressekonferenz restreamen. Wenn es euch jetzt soweit gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao.